Mal schauen, wie lange ich diesmal für die brauchen werde. Reptane, der aus der Zukunft kam, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Er sammelte die Zahnräder der Zeit. Gemeinsam mit Kilian und Fliegi. Zusammen erreichten sie den Zeitturm von Dialga. Dort angekommen. Ja, wir sind wieder ein kleines bisschen zurück in der Vergangenheit. Das werde ich jetzt alles erstmal nicht mehr vorlesen. Das hatten wir ja alle schon. Ganze Szene hier noch einmal sehen. Diese fünfte Bonus-Episode ist die Bonus-Episode von Reptane. Und wir erfahren, wie es mit Reptane weitergeht, nachdem er mit Sylvans zurück in die Zukunft gekommen ist. Die Mission vertraute er seinen Freunden an. Dann kehrte Reptane in die Zukunft zurück. Kilian und Fliegi, sie versuchten verzweifelt ihre Sorgen zu unterdrücken. Das waren ihre Empfindungen. Und so machten sie sich auf den Weg zu ihrem letzten Abenteuer. Aber es sollte anders kommen. Nachdem er mit Zwirfins in die Zukunft zurückgekehrt war, da erwachte Reptane. Bonus Episode 5 in der dunklen Zukunft. Oha. Zwirfins. Ist das hier die Zukunft? Wieder zurück. Diese Welt voller Dunkelheit. Aber Zwirfins und ich sind wohl nur gar nicht verschwunden. Die Zukunft ist immer noch ein dunkler Ort. Bedeutet das, wurde die Geschichte noch nicht verändert? Sag bloß, die Lähmung des Planeten aufzuhalten, sind Kilian und Fliege etwa gescheitert? Nein, das kann nicht sein. Anscheinend haben sie es nur noch nicht vollbracht. Die Auswirkungen der geänderten Geschichte werden sicherlich bald spürbar sein. Ich habe sie wohl einfach noch nicht bemerkt. Auf jeden Fall. Ich kann eh nur versuchen, fest daran zu glauben. Kilian, Fliegi, bitte. Seid erfolgreich, tut es für mich. Ich glaube an euch beide. Ich tue ja, was ich kann. Oh, meine Verletzungen vom Kampf gegen Zwirfins tun immer noch weh. Zubiris. Reptane! Sie haben mich schon aufgespürt. Ich muss hier weg, so schnell wie möglich. Zwirfins. Reptane. Reptane, du! Anscheinend hat dich unser Kampf auch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Du, Reptane. Ist das die Zukunft? Ich wusste, ich würde genau hierher zurückkehren, in diese Welt. Immerhin habe ich nicht. Ich habe nicht gegen dich verloren. Reptane und Kilian, ich konnte euch nicht aufhalten. Aber warum? Ich möchte nicht verschwinden. Das ist alles. Ich möchte nicht verschwinden, aber warum hast du? Du hast doch die Welt der Vergangenheit gesehen, nicht wahr? Die Anmut eines Sonnenaufgangs, die Friedlichkeit eines sanften, lauen Luftzugs. In dieser dunklen Welt hingegen gibt es keine Hoffnung mehr. Das genügt, um einem das Herz zu brechen. Ich möchte auch nicht verschwinden, aber wenn die Chance besteht, den Ablauf der Geschichte zu verändern, dann bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Würden wir verschwinden, dann wäre das im Sinne der Zukunft aller. Allen und allem wäre von jedem Augenblick ein Geschenk gemacht worden. Die Möglichkeit, ein Neuanfang.
Ein Neuanfang. Beobachtungen über den Zustand des Planeten zufolge waren fast alle mit der Maßnahme einverstanden. Nur die wenigen, deren Herzen schon dunkel und vertrocknet waren, bildeten eine Ausnahme. Alle waren einverstanden, diese Welt der Dunkelheit zu verändern. Und alle sind dafür bereit. Also triff die richtige Entscheidung und gib auf. Wohin wirst du gehen? Die Zobiris haben mich schon aufgespürt. Vorhin, während du in Ohnmacht deine Niederlage. Sie werden Schattendialger wohl davon berichten. Wenn das geschieht, dürfte Schattendialger Plan B einleiten. Aber um einen neuen Gehilfen in die Welt der Vergangenheit zu senden, dazu braucht Dialga etwas Zeit. Es musste erst seine Kräfte sammeln. Deswegen werde ich jetzt aufbrechen und mich ihm im Kampf stellen. Ich gehe zum Zeitturm. Dort stelle ich mich Schattendialga entgegen. Glaubst du wirklich, du hast eine Chance, Meister Dialga zu besiegen? Du bist immer noch angeschlagen von unserem Kampf. Du solltest wirklich in perfekter Verfassung sein, überhaupt eine derartig gewagte Herausforderung zu denken. Es ist gefährlich, du hast keine Chance, wenn du es in deiner jetzigen Verfassung versuchst. Ich weiß bereits, dass ich nicht gewinnen kann. Was? Bis Kilian und Fliege wirklich den Verlauf der Geschichte ändern und bis die Auswirkungen dieser Veränderung am Verlauf der Geschichte in dieser dunklen Welt spürbar werden. Bis dahin möchte ich ihnen etwas Zeit verschaffen. Also geh mir aus dem Weg. Ich... Das werde ich nicht zulassen. Ah, oh je. Noch zu schwach. Ich kann mich nicht bewegen. Aber Reptin kann nicht einfach tun und lassen, was er will. Die Bonus-Episode in der dunklen Zukunft mit Reptane in der Hauptrolle. Du wirst die Geschichte mit Reptane als spielbaren Charakter bestreiten. So, was haben wir denn heute? Okay, sehr schönes Moveset. So viel zum Thema nicht effektiv. Große Besonderheit an dieser Bonus-Episode ist wirklich, dass hier alle Dungeons 10 Ebenen haben. Reptil ist aber auch verdammt stark, muss man mal so sagen. Die hätte sogar noch 5. Oder, okay, Zwischenstation. Hier will ich jetzt erstmal nicht speichern. Wir haben ja immerhin 129 KP. Level 46.
schauen, wie lange dieser Dungeon hier jetzt noch geht. Doppelresistenzblock, da jetzt auch nicht drauf an. Wenn der Rucksack eben mal ein bisschen besser treffen würde. Oha. Nein, danke. Ich habe leider noch keinen Star-Orb. Leider keine Heilsamen oder sowas, ne? Ich finde es ja immer krass, wie lange diese Verwirrungen immer halten. Und wenn man dann mal zufällig trifft, dass man dann immer... stark geboostet hat, dann nutzen wir das doch wenigstens aus. Darum auch besiegt. Hab zwar fast keine Attackenpunkte mehr, aber gut. Ups. Der hat da was ganz was Schönes liegen lassen. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Angriffsboost, den ich da mittlerweile drin habe, sollte ich eh fast alles one-hitten können. Na gut. Okay, das ist eine Sackgasse. Moment mal, ich hab doch... Das war der hier, oder? Ja. Passivschal hab. Okay.
Charakterlichtung. Ich glaube, ich bin fast durch. Aber bis zum Zeitraum ist es noch ein gutes Stück. Nur keine Zeit verlieren. Reptane. Ich wusste, dass du mir folgen würdest. Hallo, Zwölfenst. Möchtest du wirklich kämpfen in deiner Verfassung? Immerhin bist du auch angeschlagen. Reptane! Da ist er! Hier drüben! Reptane, es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass sich die Situation grundlegend geändert hat. So wie es ist, ihr seid wirklich im richtigen Augenblick hierher angekommen. Seid doch bitte so gut, Reptane auszuschalten. Was soll das? Was hat das zu bedeuten? Was denkt ihr euch dabei, mich plötzlich anzugreifen? Keine dummen Fragen, ich werde dich zwölfenst. Was? Blickst du es nicht? Diese Biester, die sind nicht mehr nur auf mich aus. Was sagst du da? Warum ich? Weiß ich auch nicht. Glaub mir, wenn das so weitergeht, wir sollten beide ausgeschaltet werden. Technisch habe ich immer noch nicht irgendwie was Interessantes. Gut, ich habe zumindest einen Stopper-Orb, aber der bringt den Bosskämpfen leider nichts. Das heißt, ich lasse das erstmal kommen. Schon mal einer weniger. Der letzte ist auch weg. Lauf! Aber warum? Warum greifen die Zibiris mich ebenfalls an? Sie haben dich doch schon im verborgenen Land im Stich gelassen, sind abgehauen, nicht wahr? Warum bist du also überrascht? Trotz all dem. Die Zubiris leisten allen Befehlen Folge, die von Meister Dialga oder mir kommen. Warum sie es nun auf mich abgesehen haben, das kann ich mir einfach nicht erklären. Glaubst du nicht, dass Dialga ihnen den Befehl gegeben haben könnte? Was willst du damit sagen? Nicht möglich. Einfach unmöglich. Das kann nicht wahr sein. Als ob Meister Dialga mich derart aufgeben würde. Das kann einfach nicht wahr sein. Schon klar, ich frage nur, du hast es nicht geschafft, Kilo in der Vergangenheit zu stoppen. Daher könnte Dialga dich durchaus loswerden wollen. Egal, geht mich ja nichts an. Diese Familienstreitereien sind nicht mein Problem, du schaffst das schon. Ich muss mich wirklich beeilen, bis dann. Warte. Warum schließen wir nicht für eine Zeit lang Frieden, Reptane? Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich dich begleite? Wenigstens für eine Weile. Wie bitte? Ohne Scherz. Ich meine es ernst. Dieser Kerl. Was hat er nun schon wieder vor? Gibt er nur vor, gemeinsame Sache machen zu wollen? Und will er mich dann hinterrücks angreifen? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich während unseres Abenteuers garantiert nicht angreifen. Reptane, du lässt auf jeden Fall Vorsicht walten. Von dem Augenblick meines Angebots an. Mir ist aufgefallen, dass du äußerst wachsam geworden bist. Bei meiner üblen Verfassung und deiner Wachsamkeit dürfte klar sein, dass ich gegen dich keine Chance hätte. Noch dazu, was mich wirklich interessiert. Warum haben die Zubiris mich angegriffen? Wenn wir uns vorübergehend zusammentun, können wir die Dungeons viel schneller meistern. Die Pokémon in diesen Dungeons stehen unter dem Einfluss der Dunkelheit. Ich denke, dir ist aufgefallen, wie sie zunehmend gefährlicher geworden sind. Du dürftest intelligent genug sein, die Vorteile einer Allianz zu erkennen. Ich weiß, wie stark dieser Kerl ist. Es hätte durchaus Vorteile, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe zwar keine Ahnung, was Zwölfenst wirklich vorhat, aber sich vorerst mit ihm zu verbünden, ist durchaus sinnvoll.
Verstanden. Lass uns aufbrechen. Aber versuch bloß keine krummen Dinger. Wenn du das machst, werde ich dich auf der Stelle fertig machen. Wie du meinst. Los geht's.